Wir gehen jetzt in den Song rein. Dante, 2020 Established, oder Established 2020. Alle Singles bis jetzt wirklich unglaublich. Wirklich, also wirklich an der Stelle. Big, big Shoutout an Maxi. Der hat wirklich für mich die krassesten Beats der letzten 2 Monate gedroppt. Also wirklich jeder Dante-Song oder 80% der Dante-Songs, unnormale Beats. Wirklich unnormale Beats. Und ich sag euch ganz ehrlich, der wird nicht anders. Let's go. Maxi. 2020 EST, ein Jahr später SUV, Polo Lacoste, ich trinke Toss, ja du willst mich sehen, weiß nicht wie, Baby, du willst mich sehen, doch ich weiß nicht wie, die Tage am Fliegen, ich sehe keinen Stopp, glaube ich hab eine OCD, ich mische Wodka mit Codein, Bruder, kein Cap für dich, keine Zeit, die Bag, dich trag es wie Bro, übertreibe ich gerade? Als ob Maxi nicht in den letzten 2 Monaten alles gekillt hat, also klar, die Songs sind schon älter, ne, aber... Bro, was hat auch Dante für geisteskranke Songs gedroppt jetzt in der letzten Zeit? Jeder Song überkrass. Also wirklich selten so, dass so viele Singles so geisteskranke Banger sind. Ja, big, big Shoutouts an Dante und an Maxi. Bruder holt ab und wir fahren zu Splash. Ich schlafe sehr gut im AMG. Damals kam ich nicht in den Club, heute geh ich vorbei an der Schlange als VIP. Neues Leben wie ein DLC. Verstecke lean vor COP. Fahren in Urlaub und wurden an Grenze gefickt. Ein Bruder 20G. Habe mit 13 schon Gas gesmoked. Mein Kopf ist gefickt wegen THC. Siehst in die M's von IGC. Ist no bunny with BBC. Tasche getauscht in SUV. Ein Bruder macht Kilos, er macht low-key. 2020 EST. Ein Jahr später SUV. Bruder nach. Ich muss auch sagen, das Video wirklich geisteskrank, also wirklich big, big, big. Ich frage mich echt, gibt es eigentlich, gibt es die Marke Kafalesh noch? Also seine Fashion-Brand? Weil ich habe das letzte schon im Newcomer-Stream gefragt, aber irgendwie, by the way, Newcomer-Stream immer montags 20 Uhr, dann check gerne ab. Aber irgendwie habe ich das völlig aus den Augen verloren, ob die noch Kleidung machen. Ob das noch irgendwie, ob da noch neue Drops kommen vor allem, ne? Sag mir das gerne mal. Ich trinke Toss, ja du willst mich sehen. Weiß nicht wie, Baby, du willst mich sehen. Doch ich weiß nicht wie, die Tage am Fliegen. Ich sehe keinen Stopp, glaube ich hab eine OCD. Ich mische Wodka mit Codein. Nein, um mich interessiert nicht der Rest. Bin von meiner Stadt der MVP. Nein, bitte nerv mich nicht mit deinem Text. Ihr könnt weiter gucken wie ein DOP. Glaub mir, ich geh nicht mal auf dein Chat. Du bist nix weiter als ein NPC. Ich hol mir ein passendes VVS-Set und lache als wär ich auf 2CB. Kipp eine Macke und dachte für kurzen Moment, das wär eine Lean OD. Auf Bühne mit Nibo, mit AP. Hey, the brother in the sky, bro. Einfach wirklich in den Höhen, ne? Bro, also wirklich, also ich weiß nicht, wie das verkaufstechnisch aussieht und wie er da performen wird mit dem Album, aber ich finde bis jetzt, jede Single ist ein geisteskrankes Brett, Leute. Also wirklich, wirklich geisteskrank. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Mama sieht mich auf MTV, hol neuen Audio und mache ein Crash. Ich ficke dann mit den TIV, brauch an einem Freitag einen doppelten Becher. Ich glaube, das ist meine OCD. Bro, wie krass war das gerade? Einfach alle seine Videos dabei. Als jemand, der Dante wirklich schon seit Anfang an verfolgt, wirklich sehr, 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 sehr krass. Extrem geiles Video, muss ich wirklich sagen. 2020 EST, ein Jahr später SUV, Corona Cost, ich trinke Toss, ja du willst mich sehen, weiß nicht wie, Baby, du willst mich sehen, doch ich weiß nicht wie, die Tage am Fliegen, ich sehe keinen Stopp, glaube ich hab eine OCD, ich mische Wodka mit Codein. Okay. Sehr, sehr krasses Ding. Ja, ich glaube, Dante werde ich jetzt auch nächste Woche, glaube ich, das erste Mal kennenlernen. Wirklich extrem gespannt drauf, wie es so sein wird, auch live sein. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich irgendwie mit ihm connected war, so ein bisschen mäßig, war irgendwie, als Gidi irgendwie bei mir war und er meinte irgendwie so, ja, ich bin gerade, Gidi meinte irgendwie zu ihm, ja, ich bin gerade bei Josh. Und so, er meinte, ah, der Nicker mit dem blonden Haaren. Jetzt wieder. ja, das war irgendwie ganz funny. So, ich bin gespannt, wie es wird. Ich glaube, Album Listening Party wird, glaube ich, ganz krass. Ich glaube, das Album wird generell geisteskrank. So, wenn ihr die Songs noch nicht gehört habt,
holt es nach. Besonders Space Car, unglaubliches Ding. Ja. Wie hat euch der Song gefallen? Schreibt gerne unten in die Kommentare. Ich küsse eure Herzen.